Der 1. FC Düren, seines Zeichens Mittelrhein-Pokalsieger 2020, will genau in diesen Wettbewerb wieder rein. Was braucht es dazu? Nichts weiter als einen Sieg im Halbfinale des Kreispokals Düren gegen Borussia Freialtenhofen. Denn im Mittelrhein-Liga-Duell qualifiziert sich nur der Sieger und damit der Finalist im Kreispokal direkt auch für den Landespokal. Die Gastgeber und Favoriten in den blauen Trikots von links nach rechts und nur nach 6 Zeigerumdrehungen schien sich eben jene Favoritenrolle schon zu bestätigen. 1:0 durch den Kapitän, durch Philipp Simon, der die Lücke in der Freialtenhofener Defensive nutzt und zum 1:0 an Torwart Stefan Kämmerling vorbei einschiebt. Der 1. FC Düren momentan sowas von in Form, alle 3 Spiele in der Mittelrhein-Liga-Saison gewonnen und auch im Kreispokal schien der Dürener Zug nicht zu stoppen. 36. Minute, Mario Weber, der Torschütze zum 2:0 nach Freistoß von der linken Seite. Insgesamt ließen die Favoriten den Gästen kaum Raum zur Gestaltung. Es war nichts davon zu sehen, dass man vielleicht im Kopf schon bei der verschobenen, und das ist ja überregional bekannt, DFB-Pokalpartie gegen den FC Bayern in 2 Wochen ist. Weiterhin Chancen en masse bei den Mannen in Blau und jegliche Gefahr der Gäste zusammengefasst in dieser Szene kurz vor der Pause. Pascal Schneider mit der besten in Anführungsstrichen Chance des ersten Durchgangs. 2:0 zur Pause. Der Trainerstab im Gespräch mit dem sportlichen Leiter der Dürener, Dirk Ruhrig, und die sahen wie auch im zweiten Durchgang fast ein Eckball zum 3:0 führte. 72. Spielminute. Eine kuriose Szene. Das ist Aziz Omerbasic. Nimmt den Kopf hoch, bringt die Flanke in den 16er und dann das Eigentor von Leon Ruhrig. Und der Name kommt nicht von irgendwoher, denn er ist der Sohn des sportlichen Leiters vom 1. FC Düren, den wir gerade im Bild hatten, von Dirk Ruhrig. Weder Geburtstag noch Vatertag an diesem Abend. Trotzdem verteilt er ein kleines Geschenk an seinen Vater. In der Schlussphase sahen wir dann noch ein schmales Aufbäumen der weitgehend unterlegenden Gäste. Chimczewski beispielsweise mit dieser Schussmöglichkeit und auch kurz darauf Mario Weingart mit der Chance, zumindest den Ehrentreffer zu erzielen. Den taxiert er zu hoch. Am Ende war es ein souveräner 3:0-Sieg des 1. FC Düren gegen Borussia Freialtenhofen und damit gleichbedeutend mit dem Finaleinzug im Kreispokal Düren und damit die Möglichkeit zur Titelverteidigung im Mittelrhein-Pokal, denn eben durch diesen Einzug ist man jetzt für diesen Wettbewerb qualifiziert. Wir hören die Stimmen zum Spiel. Ja, zunächst einmal ein Riesenkompliment an meine Jungs, was die heute wieder da abgerufen haben über die gesamte Spielzeit. Wenn man bedenkt, ich hatte ja im Vorfeld gesagt, dass es ein Brett ist, ich glaube das 7. Spiel in 3 Wochen. Und von der ersten bis zur letzten Minute, ich glaube auch in den letzten 5-6 Minuten haben wir immer noch den Gegner hoch anlaufen können, obwohl wir 3:0 schon geführt haben, muss ich sagen, wie gesagt, Riesenkompliment. Ich glaube, dass die Zuschauer hier ein rassiges, ein emotionales Spiel gesehen haben. Herzlichen Glückwunsch an den 1. FC Düren zur Qualifikation für den Mittelrhein-Pokal. Das ist natürlich ein Highlight, aber noch mehr Höhepunkt ist dann das Duell am 15. Oktober gegen den Quintupelsieger FC Bayern München.